Die Marktgemeinde Riegersburg mit der gleichnamigen Festung liegt ca. 35 Kilometer östlich von Graz in der Steiermark. Die Burg selbst steht auf dem 484 Meter hohen Basaltkegel eines vor 2 Millionen Jahren erloschenen Vulkans. Bereits 1122 errichtete Rüdiger von Hohenberg zum Schutz der Bevölkerung eine Befestigung, die 1138 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Ursprünglich gab es auf dem Berg zwei Burgen. Die 1122 erbaute obere Burg, das Hochschloss Kroneck, und die um 1150 von Markgraf Ottokar I. von der Steiermark erbaute untere Burg Lichteneck. Obwohl die Region über Jahrhunderte immer wieder Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen war, zum Beispiel die Ungarn- und Osmaneneinfälle, wurde die Riegersburg nur einmal belagert und erobert. Während einer Fehde belagerte Herzog Ernst der Eiserne von Steyr, Kärnten und Krain im Jahre 1412 die Burgen Kroneck und Lichteneck und eroberte beide Burgen. . 1571 begannen die Freiherren von Stadel mit dem Umbau der Burgen. Ab 1650 baute die damalige Besitzerin Freifrau Katharina Elisabeth von Galla wegen der ständigen Bedrohung durch die Osmanen Riegersburg zur Festung aus. Ihr Schwiegersohn Johann Ernst Graf von Purgstall vollendete den Festungsbau 1685. Die untere Burg Lichteneck wurde abgetragen und das ganze 15 Hektar große Areal mit einer 3 Kilometer langen Wehrmauer umgeben. Mit ihren Vorwerken, 6 Toranlagen, 12 Basteien und 2 Burggräben galt die Festung in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als uneinnehmbar. Während des Türkeneinfalls von 1664 suchten tausende Menschen aus der Umgebung Schutz in der Riegersburg. Raimondo Graf de Montecuccoli, der Sieger der Schlacht bei Mogersdorf vom 1. August 1664, nannte die Riegersburg die stärkste Feste der Christenheit. Im Laufe ihrer über 900-jährigen Geschichte hatte die Riegersburg mehrere adlige Besitzer bzw. Lehnsmänner. Nachdem das Geschlecht der Grafen von Purgstall 1817 erloschen war, kaufte 1822 der regierende Fürst von Liechtenstein, Johann I. Joseph, die Festung. Im Besitz der fürstlichen Familie von und zu Liechtenstein ist die Riegersburg bis heute. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Ort Riegersburg 1945 durch die Kämpfe zwischen deutschen und sowjetischen Truppen weitgehend zerstört und die Festung schwer beschädigt.
Von 1947 bis 1969 ließ die Familie von und zu Liechtenstein die Schäden reparieren sowie die Festung sanieren und restaurieren. Heute kann die Festung zu großen Teilen besichtigt werden. Außerdem wird sie unter anderem als Museum der Familiengeschichte derer von und zu Liechtenstein genutzt.